gar nicht so schlecht. Also für unterwegs mal schnell gekocht. Mann, oh Mann, oh Mann. Schöner Kaffee. Aber jetzt erstmal anfangen. Hallo Werkzeugfans. Willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben hier jede Menge, ich sag mal bewusst, Zeug von Makita. Eben kein Akkuschrauber oder Bohrhammer, sondern eben so ganz andere Geräte. Überlegt euch mal. Ich habe hier eine mobile Kaffeemaschine. Ich habe hier auch einen mobilen Wasserkocher dabei. Wir haben noch einen mobilen Hochdruckreiniger, den du mit 18 Volt betreiben kannst. Wir haben hier ein Akkugebläse und so weiter und so fort. Ja? All das werden wir uns heute in diesem Video anschauen und schauen, was man alles so noch mit Makita machen kann, zum Beispiel auch ganz lange eiskalt halten. Und ihr wisst ja, wie immer verlosen wir natürlich etwas, heute den mobilen Wasserkocher von Makita. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare deine Erfahrung mit den Geräten reinschreiben oder was ist dein Liebling? Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder richtig viel Makita hier auf dem Tisch habe und ich freue mich auch, dass wir uns das Thema Outdoor anschauen oder was kann ich eigentlich auf die Baustelle noch so alles mitnehmen? Das ist nämlich genau die Frage, der wir uns heute widmen, nämlich wir haben hier eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, ein Gebläse, zum Beispiel auch für dein Schlauchboot auf der Baustelle, naja, wo auch immer, Outdoor halt, ja. Das etwas andere Radio, dann gucken wir uns Lichter an, Ventilatoren und sogar ein Akku-Hochdruckreiniger für unterwegs. All das heute jetzt in diesem Video. Ich bin gespannt und auf jeden Fall mache ich mir noch meine 5-Minuten-Terrine. Halt, stopp, stopp, stopp. Du denkst, du hast schon alles gesehen? Nein. Ran ans Werkzeug, die Live-Show. Sei live dabei und schnapp dir die 1000 Euro. Wir nehmen jetzt mal alles zur Seite und fangen mal mit dem Thema Kälte an, weil alles andere ist hier eher so hier mit sehr viel mit warm machen. Aber ich bin ja ein großer Freund von Eis oder zumindest von kalten Getränken. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Kühlbox an. Ich habe vor einiger Zeit schon mal die Kühlbox oder eine Kühlbox von Makita mir angeschaut oder ich würde fast schon sagen Kühltour. Ich nehme sie jetzt mal hier rüber. Das ist schon ein ganz schönes Ding. So. Und zwar hier die große Makita Kühltour. Es sei mal gleich dazu gesagt, was kostet das eigentlich? Übrigens, wie immer findest du alle diese Geräte unter einem ehrlichen Preisvergleich. Ja, da kannst du dir das anschauen, da kannst du die Preise nochmal anschauen und auch, wie sich der Preis gerade entwickelt hat. Dieses Schätzchen hier hat den Preis von 700 Euro, knapp etwas über 700 Euro. Kann aber auch echt tolle Sachen, nämlich die neue hier hat noch einige Funktionen mehr, aber schauen wir uns die mal ganz kurz an. Und zwar kannst du die hier aufmachen und hast dann hier entsprechend deine kühlenden, ja komm da ruhig mal ran hier, komm da ruhig mal ran. Hast hier deine gekühlten Kaltgetränke, in diesem Fall natürlich nichts Alkoholisches, ja. Oder wir haben hier auch Himbeerbrause, alles da. Also keine Werbung natürlich, ja, also Himbeerbrause und so weiter und so fort. Du bekommst hier wohl so bis zu 20 Flaschen rein. Ja, das ist schon der Hammer. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben die Flaschen in warm hier reingestellt. Und dann hast du hier vorne die Möglichkeit, das Ganze erstmal einzuschalten, auszuschalten. Und jetzt hier kannst du sagen, Moment, ich möchte hier nach unten. Also, so. Und kann das sogar auf minus 18 Grad kühlen. Das heißt in dem Fall, ich kann mal zum Supermarkt fahren, mir das hier mit Ben & Jerry's vollknallen oder was auch immer ihr für Eis gerne mögt. Jetzt geht's wieder an. Kann weggehen und irgendwo mich auf die Wiese setzen und kann richtig viel Eis essen. Ja? Oder was auch immer. Also ihr könnt wirklich auf minus 18 Grad hier auch vorkühlen und dann könnt ihr hier entsprechend Eis oder andere sehr kalte Sachen reintun oder auch wirklich Dinge sehr, sehr lange kalt halten. Und das, was ihr übrigens jetzt hört, ich kann mal bleibt mal da und ich... Ja, das hier ist die maximale Lautstärke. Das ist auch wirklich leise. Das finde ich enorm wichtig. Im Grunde ist das hier eigentlich auch nur ein Kühlschrank auf Rädern. Ja, denn ihr könnt jetzt sogar, und das ist der Clou, hier noch eine andere Sache machen. Ihr könnt auch Dinge warm machen oder warm halten. Dann schaut mal hier. Wir haben hier vorne die Möglichkeit zu sagen, okay, minus 18 Grad. Ja, jetzt machen wir es aber wärmer. 10. Ja, jetzt gehen wir auf einen anderen Modus. Jetzt machen wir den Wärmemodus. Dann haben wir 30 Grad, ja, Zieltemperatur. 30 Grad. Aktuell sind wir 4 Grad. Ja, 30 Grad, 35, 40, 45, bis zu 60 Grad. Das heißt, hier drin werden wirklich 60 Grad. Das ist einerseits cool für Camping, Outdoor, unterwegs und so weiter. Das heißt, du kannst Dinge kalt halten. Gerade wenn du zum Beispiel so
Also willst du jetzt an dem Tag nicht mehr arbeiten, möchtest jetzt dein alkoholfreies Bier natürlich kalt halten? Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann stellt ihr euch wunderschön 5 Grad ein, macht das hier an, stellt euch das in die Ecke, habt wunderschön kalte Getränke oder eure Grillgut oder. Aber genauso Essen beim Warmhalten, aber auch auf der Baustelle ist das interessant. Es gibt ja durchaus auch Kleber, die eine gewisse Temperatur haben sollten. Oder zum Beispiel im Winter, es ist total kalt draußen, willst aber einen Kleber, im Auto war es kalt. Du möchtest jetzt rein und möchtest jetzt loslegen, möchtest eigentlich deinen Kleber benutzen. Ja? Dann ist es so, du kannst einfach den Kleber hier reintun, kannst ihn auf Temperatur halten, 20 Grad, bums, fertig. Ja? Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das Gerät hier kann übrigens jetzt inzwischen nicht nur die 18 Volt, ja, die LTX-Akkus, sondern auch die XGT-Akkus. Gucken wir hier mal ganz kurz rein. Und zwar schauen wir hier mal hin. Und dann haben wir hier den 40 Volt Akku, den wir hier eingesetzt haben, und einen 18 Volt Akku. So. Das könnt ihr einfach hier auch wild hier im Verbund reinstecken, meinetwegen hier den 40er, den 18er hier irgendwo und habt dann dementsprechend hier euren Spaß. Das heißt, aber er benutzt einen Akku nach dem anderen. Ja, ihr könnt aber immer nur 2 Akkus reintun, davon aber dann hier rein, feuerfrei und Spaß. Und das hält auch eine ganze Weile. Ich war mal damit eine ganze Weile unterwegs und ich war erstaunt, wie lang der kleine Kühlschrank das Ganze hier auch so hält. Ihr habt uns hier auch noch einen Griff mit hinter euch herschleppen. Ich mache jetzt mal nicht so, dass die Flaschen hier nicht so klappern und könnt das hier auch wieder hin und her fahren. Finde ich eine ganz tolle Sache. Für Camping, für unterwegs, auch auf der Baustelle, kann man schon echt benutzen, wegen der vor allem auch Wärmefunktion. Das ist halt ein aktiver Kühlschrank. Ja? Und wenn du im Akkusystem hier schon unterwegs bist, vielleicht was ganz Interessantes. Und jetzt gucken wir uns eine andere Sache an, nämlich einen Akku-Hochdruckreiniger. Und dafür gehen wir erstmal raus. Jetzt wird es ein bisschen verrückt. Wir haben hier wirklich einen Akku-Hochdruckreiniger. Ja? Und zwar besteht das Ganze aus 2 Teilen. Einerseits hier den Hochdruckreiniger selber und hier eine Wasserbox, also quasi eine Wasseraufbewahrungsbox. Und ich würde sagen, komm ein bisschen dichter, ja, dann siehst du es nämlich besser. Wir haben hier erstmal unseren Kompressor, beziehungsweise unseren eigentlichen Hochdruckreiniger, wo wir hier auch das Zubehör so drin verstauen können. Hier so verschiedene Sachen. Hier ist auch nochmal ein Filter und so weiter und so fort. Und hier siehst du an dem ganzen Gerät, das hier ist der Hochdruckreiniger. Ja, so sieht das Ganze aus. So, und das hier macht den ganzen Spaß. Ich stelle ihn euch gleich mal zur Seite, weil wir das zweite Mal gucken. Das hier ist einfach nur eine Wasseraufbewahrungsbox quasi. Wir haben hier, schaut mal hier rein, hier ist einfach Wasser drin. Ja? Hier kannst du dein Wasser einfüllen und kannst das Wasser hier über das hier einsaugen. Das heißt, du kannst, wenn du das Ganze hier kaufst, ja, zu einem Preis übrigens von so etwas über 300 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, bekommst du erstmal den Hochdruckreiniger, den du mit Akku betreiben kannst. Und die Ansaugvorrichtung. Diese Box hier an sich ist ein nettes Gimmick für unterwegs. Wenn du irgendwo bist, dann kannst du sagen, okay, ich mache das hier rein und kann dementsprechend zum Beispiel, was wir auch gleich machen werden, hier ein Auto mit Hochdruckreiniger ein bisschen sauber machen. Aber interessant ist auch, über diesen Ansaugtrichter, den wir hier haben, den du gerade gesehen hast, kannst du es auch überall in ein Gewässer zum Beispiel reinhalten. Ja, du kannst es in irgendetwas, wenn du einen Eimer hast oder irgendeinen Bottich oder deinen Teich oder sonst irgendwas, kannst du das auch dort einsaugen. Ich weiß nicht, ob du jetzt unbedingt mit einem Hochdruckreiniger und deinem Teichwasser arbeiten möchtest, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Dazu gehört dann auch das hier, ja, hier auch entsprechend ein paar Meter Schlauch. Und zwar nicht nur ein paar Meter. Ich würde sagen, das sind so 4 Meter, müssten das sein, ja. 4 Meter Schlauch sind hier mit dabei. Und hier siehst du, hier sind die beiden Akkus drin. Kannst du einfach einsetzen, hier Nummer 1, Nummer 2. Du brauchst auch übrigens 2 Akkus, um es zu betreiben, ja, sonst passiert da gar nichts. Also hier, zweiten Akku rein. So. Hier siehst du die Akkuanzeige, die wir haben. Hier, der eine ist fast voll, der andere ist ganz voll. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze erstmal auszuschalten. Dann hier auf den langsamen Betrieb, hier Schildkröte oder Hase, den schnellen Betrieb zu stellen. Ich habe jetzt mal den zweiten Aufsatz, das ist eine Dreckfräse, ja, hier reingetan. Beziehungsweise macht das jetzt gerade so. Und du hast 2 Modi, hatte ich ja gesagt, die Schildkröte und den Hasen. Bei der Schildkröte hast du so um die 30 Bar, bei dem Hasen hast du 55 Bar. Mal schauen, was wir jetzt mit der Dreckfräse hier so aus dem Pflaster rausholen. Ich muss sagen, ich finde es echt beachtlich, was hier rauskommt aus dem kleinen Gerät. Man kann wirklich hier so ein bisschen auch sauber machen. Also ist überhaupt kein Problem. Erstaunlich. Auch mit etwas weniger Druck, etwas weniger Förderleistung. Aber
für unterwegs. 18 Volt ist echt der Hammer. Und jetzt werde ich mal Folgendes machen, und zwar hier unser Werkstattwagen mal ein bisschen reinigen. Aber das machen wir natürlich nicht mit der Dreckfräse, sondern hier mit dem hier. Ja, ihr könnt hier sehen, wir können das als Strahl umbauen oder also einfach hier drehen. Ja, oder etwas breiter, um das Auto zu reinigen. Ach, das war anstrengend. Erstmal was trinken. Oh. Weiter geht's. Ich habe meinen Kaffee immer noch und der ist immer noch warm. Und zwar, der ist wirklich noch, das ist ja erstaunlich. Der ist wirklich noch warm. Wir haben hier eine Tasse ja mit dabei. Hört ihr das? Die ist doppelwandig. Dadurch isoliert sie und hält den Kaffee länger warm. Das erstaunt mich gerade wirklich. Wir haben hier eine Kaffeemaschine, die gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben hier wirklich eine komplette Kaffeemaschine, mit der du in 5 Minuten dir deinen Kaffee machen kannst und das zum Preis von rund 80 Euro. Wie immer der Hinweis, unten findest du den ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung. Das ist schon erstaunlich, ja. Und du hast hier sogar die Möglichkeit, Folgendes zu machen. Wir haben jetzt hier einen 18 Volt Akku dran. Wir können aber auch einen 12 Volt Akku nehmen und einfach Folgendes machen. Wir haben hier die Möglichkeit, 18 Volt reinzutun. So, 18 Volt. Oder wir schieben das zur Seite und nehmen hier den 12-Volt-Anschluss. Auch das geht. Mit 18 Volt scheint die Maschine etwas schneller zu sein. Haben wir vorhin mal ausprobiert. Mit 18 Volt haben wir auf jeden Fall innerhalb von 5-6 Minuten hier unseren kompletten Kaffee gemacht. Ja? Das hier rein. Und dann hast du hier, das hast du schon am Anfang gesehen, kannst du hier dein Wasser reintun. Hier vorne hast du deinen Wasserbehälter. Hier kommt dein Kaffeewasser rein. Du kannst auch entscheiden, 120, 160, 200 Milliliter und so weiter. Ganz hier rein. Hier hast du den Messstab. Wie heißt das hier? Messlöffel. Messlöffel. Ja, hier. Den können wir hier auch wunderbar verstauen. Ja, alles an der Kaffeemaschine ist echt super verstaut. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite, können wir das hier öffnen. Da haben wir unser Sieb, wo wir den Kaffee reintun können. Dann hier zu, hier rein. Dann hier Kaffeebecher drunter und Feuer. Du kannst jetzt natürlich an der Stelle, oder du solltest an der Stelle natürlich hier den Deckel mit drauf machen auf die Tasse. Einerseits, damit es nicht im Zweifel rausspritzt, was es glaube ich aber auch nicht tun würde. Andererseits natürlich, weil es auch dann länger warm bleibt, ja, gerade beim Machen. Solltest du Pads haben, kannst du auch das Ganze mit Pads betreiben. Finde ich eigentlich mega. Griff hast du auch noch, jetzt mit Kaffeetasse, ja. Finde ich echt mega zum Mitnehmen. Und du sagst, du bist ein echter Kaffeeliebhaber, möchtest unterwegs oder beim Camping, Outdoor und so weiter dir einen Kaffee machen. Perfekt, ja, immer mit dabei und funktioniert. Was ich halt schön finde, ist, das ist, finde ich, genau das Richtige, wenn du jemand bist, der im Makita-Akkusystem zu Hause ist und dann mal sagt, ach komm, ich fahre jetzt mal weg und möchte dann unterwegs mal mir meinen Kaffee machen können, bist du hier schon recht gut unterwegs, weil Akkus hast du ja schon. Und das Nächste, was man sich noch machen kann, ist ja dann das Thema Wasser. Deswegen gucken wir uns jetzt mal, ach, ein Schluck muss noch sein, ja. Dann hebe ich mir auf. Ist das Thema Wasserkocher. Wir haben hier einen kompletten Wasserkocher. Wir fangen mal hier an, weil auch das hier ist interessant. Wir machen jetzt mal einen Test. Ich habe das vorher nicht ausprobiert. Ihr bleibt da und ich gucke mal, ob es geht. Also erst einmal, ihr habt hier diesen Griff. Da drückt ihr rein und dann könnt ihr es aufmachen. Ja? Jetzt haben wir einen Griff, machen wir jetzt zu und dann ist das zu. Und dann haben wir hier einen Knopf, um einzugießen. Oh, ja, funktioniert, wie ich sehe. Hier, so ein bisschen. Und nochmal drauf, dann ist es zu. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt einfach mal Wasser rein. So. Wir gucken mal, ob das dicht ist. So. Wasser, Wasser, Wasser. 0,8 Liter haben wir jetzt hier drin. Und darum geht es auch. Ihr könnt hier maximal 0,8 Liter hier drin warm machen. Machen das zu. So, jetzt ist es zu. Drücken auf keinen Knopf und gucken mal. Kommt nichts raus. Ist dicht. Hatte ein bisschen Angst um die Werkbank, aber es ist dicht. Wunderbar, funktioniert, schöne Sache. Das ist erstmal das eine. Ihr habt ja auch ein 2
Hier ist das Ganze doppelwandig isoliert und so weiter. Habt ihr also eine Isolierkanne auch mit dabei. So, das ist natürlich wirklich für Wasser, wenn ihr unterwegs zum Beispiel euch einen Tee macht oder unsere 5-Minuten-Terrine. Und das machen wir jetzt auch mal und stoppen mal, wie lange es dauert, bis das hier heiß ist. Ja? Und ihr macht das folgendermaßen. Wir haben hier hinten das Akkufach. Jetzt die Frage, jetzt haben wir so viele Akkus hier. Wir machen Akku 1 rein, Akku 2. Dann könnt ihr hinten sehen, ja, wie voll die Akkus sind an der Stelle. Und dann einfach nur hier vorne rauf und los geht's. So, 6 Minuten, 15 Sekunden später, das Wasser kocht. Wir können uns unseren Mittag machen. Unsere schöne 5-Minuten-Terrine. Ah, natürlich geht das nicht. Erst draufdrücken und dann haben wir hier unser Wasser. Wie steht immer so schön dabei? Bis zur Fülllinie und dann kräftig rühren. Lecker. Ihr seid ja auch noch da. Ich habe Mittag. Ja, okay, ich mache weiter. Wir haben übrigens hier einen Preis von so um die 154 Euro für das ganze Set ohne Akkus. Übrigens haben wir jetzt für einmal hier 0,8 Liter aufzukochen, in 6 Minuten finde ich eigentlich relativ schnell, etwa so 15-20% Akku gekostet. Ja, also hat das Ganze gekostet. Ergo, ihr könnt das auch schon einige Male an dem Tag machen. Finde ich eigentlich ganz erstaunlich für so einen Wasserkocher. Als nächstes gucken wir uns jetzt mal ein Gebläse an und ich sage euch, euer Schlauchboot war noch nie so schnell aufgeblasen. Ja, also unser Gebläse, man könnten wir ja auch kein Mittag, ne? Wir haben hier unser wunderschönes Gebläse, kein Heißluftgebläse. Wir haben hier ein normales Gebläse, wo wirklich mit richtig Dampf hier vorne, das dient wieder, als wenn es heiß wäre. Also hier kommt mit ordentlicher Energie wieder hier vorne Luft raus. Das heißt, hier haben wir einfach nur ein Gebläse, zack, nach vorne. Das Ganze kostet so um die 130 Euro und ist so multifunktional quasi einsetzbar. Ich mache es mal einmal an, dass ihr mal einmal hört, was hier Sache ist. Das war laut, also für mich und für euch. Es ist aber für eine Lautstärke durchaus akzeptabel, um hier was zu machen. Ihr könnt das natürlich auch in der Werkstatt benutzen. Das Ganze ist übrigens ein 40-Volt-Gerät, also ein XGT-Gerät. Ihr könnt es in der Werkstatt auch benutzen, um Dinge zum Beispiel abzupusten. Da gibt es hier verschiedene Adapter mit dabei. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch wunderbar nehmen. Zum Beispiel, ich habe ein Schlauchboot. Ja, und mein Schlauchboot aufzupusten dauert immer ewig. Ja, und mit dem Ding hier, glaube ich, ist eine Sache von 1-2 Minuten, um mein gesamtes Schlauchboot aufzupusten. Da wäre jetzt ja der Adapter hier, den kann ich einfach hier aufsetzen, zack, und drauf, ist fest und dann geht es hier auch los. Und ich kann es hier nach hinten ziehen und dann kann ich die Adapter wieder abziehen. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja. Ihr könnt auch hier zum Beispiel, habt ihr etwas, was so ein bisschen breiter fächert, um auch größere Flächen damit abzupusten. Da kann man hier so durchgehen, ja, und pustet das Ganze entsprechend oder bläst das Ganze entsprechend ab. Hier am Gerät selbst habe ich hier unten nur einen Taster, der die Geschwindigkeit oder Intensität einstellt. Hier 1, 2, 3, 4, bam. Und dann geht es auch schon los. Dann habe ich einfach nur noch hier den Knopf, um es zu lösen oder zu starten. Was ich noch habe, ist hier, ich habe einen zweiten Knopf, hier, ich zeige euch das mal. Ihr könnt hier den reindrücken, dann könnt ihr das nicht mehr versehentlich anmachen. Und, jetzt wird es leider wieder laut, ihr habt das hier noch. Ihr könnt es so machen. Tada! Und? Mann, also selbst da hat er noch ordentlich Dampf. Da geht schon was, ja. Interessantes Gerät. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wozu ihr das außerhalb vom Outdoor benutzen würdet. Ja? Was man übrigens hier machen kann, ist noch eine Sache. Man kann sich einen Adapter kaufen, den kann man hier hinten ran tun. Dann kann man aus dem Schlauchboot, in meinem Fall zum Beispiel, auch wieder Luft rausziehen. Oder wenn du zum Beispiel so Klamotten verpacken möchtest, ja, kannst du die auch vakuumziehen und dann verbrauchen die mehr, weniger Platz. Das ist mal so als Beispiel. Das kann man, glaube ich, manche machen das auch mit Lebensmitteln. Aber was das jetzt unbedingt damit machen sollte, weiß ich nicht.
Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar ist es so ein kleiner Kompressor, den wir hier haben. Und das hier ist eins der Geräte, die hier am meisten im Haus die ganze Zeit ausgeliehen werden. Entweder, ja, ich brauche den mal heute Abend, um bei meinem Auto mal schnell Luft aufzupumpen, oder der ist hier immer unterwegs, weil irgendjemand sein Fahrrad mit aufpumpt, oder. Ja. Das Ding ist wirklich eine interessante Sache, denn du hast hier einen winzig kleinen Kompressor, hier ein Anschlussstück und legst einfach los, denn dieses Gerät, ja, gibt es schon für knapp über 40 Euro, ja, knapp über 40 Euro bis nachher hoch zu 120 Euro, nämlich das Gerät gibt es in 12 Volt, 18 Volt und 40 Volt, je nachdem, was du halt brauchst. Von der Leistung her unterscheiden die sich eigentlich, ja, ein bisschen. In der maximalen Intensität ist es so, dass wir hier bei dem Gerät 8 Bar schaffen, und ich behaupte, beim 40 Volt schaffen wir sogar 11 Bar. Wenn du das brauchst, ja. Interessant ist auch Folgendes: Wenn du hier so einen Standard-Akku drin hast, dann bekommst du so einen handelsüblichen Reifen, so 2,15, 60. Davon bekommst du 11 Reifen voll mit einer Akkuladung. 11 Reifen, ja, der Hammer. Du musst nichts machen, außer hier das Ventil. Guck mal, das kannst du dir auch mal anschauen. Das handelsübliche Ventil, wie du es fürs Auto zum Beispiel kennst, ja. Drauf, zack, los. Und dann stellst du hier dein Ziel ein. Ich zeig's dir mal so. Dann kannst du sagen, so, ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal was Sinnvolles hier, meinetwegen so 2,2 Bar. Stellst du das ein und dann machst du Folgendes. Du nimmst das hier, packst das an deinen Reifen ran, hier, und dann wird es wieder ein bisschen lauter. Mach so. Du musst es gedrückt halten, und dann pumpt er so lange, bis er die 2,2 Bar erreicht hat. Und fertig. Ja? Also das ist wirklich nichts einfacher als das Gerät hier. Und das, weil es halt so simpel ist, benutzt das andauernd hier irgendjemand. Weil du hast auch noch Adapter mit dabei. Ja? Hier hast du entsprechende Adapter hier zum Beispiel, um jetzt mal auch sowas wie einen Ball, einen Reifen oder ähnliches aufzupumpen. Oder hier, um halt auch in anderen Bereichen unterwegs zu sein. Ja? Da kannst du echt eine Menge mitmachen, und deswegen finde ich das Gerät halt wirklich mega, weil es eben so günstig schon ist. Ja? Also schon für rund 50 Euro bist du da unterwegs und kannst alles mögliche aufblasen. Und auch gerade, wenn du zum Beispiel du wohnst in der Wohnung, hast ein Auto und möchtest vielleicht mal kontrollieren, Sommer, Winter, hast ja auch Schwankungen in den Reifen, bist ganz schnell unterwegs, zack, ran, bumm, und musst nicht jedes Mal zur Tanke fahren. Ja? Ich finde das super. Also ich habe das auch zu Hause. Letzter Schluck. Und zugegebenermaßen, jetzt ist er nicht mehr warm. Da war auch zu wenig drin. Weiter geht's mit dem Thema Licht. Wir waren ja gerade im Thema Auto. Und im Auto brauchst du häufiger, also wenn du im Auto schraubst zum Beispiel, auch mal Licht. Outdoor brauchst du sowieso Licht. Ja? Und dafür wieder 18 Volt und hast hier eine Lampe. Also Leuchte. Lampe? Eine Leuchte? Ihr wisst, was ich meine. Können das hier wunderbar einstellen, haben hier, wartet mal, wo ist denn hier eigentlich der Knopf? Mache ich das so? Wie mache ich das hier oben an? Moment, ich guck mal. Ich hab's. Wir haben drei Möglichkeiten, die wir einstellen können. Und zwar Nummer eins, hier. Dann haben wir hier ein rundum Licht, ja, beleuchten also eine ganze Fläche. Wir können nochmal drauf drücken. Dann leuchten wir hier, ihr seht das hier auch, nur nach vorne. Und dann können wir nochmal drauf drücken, dann leuchten wir zu euch rüber. Und zwar leuchten wir dann hier, haben wir eine klassische Taschenlampe quasi. Ja. Für Auto finde ich es ganz interessant, weil du kannst vor allem das hier, ja, als Beleuchtung nehmen, um auch eine kleine Fläche auszuleuchten. Ja. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei hast du hier, wir werden auch gleich mal das Licht hier ausmachen, mal gucken, wie hell das wirklich ist. Weil wir haben hier 120 Quadratmeter und eine echt hohe Decke. Mal schauen, und wir haben etwas, was nicht reflektiert hier. Das wird gar nicht so leicht sein. So, dann haben wir hier den, ich würde sagen, den Scheinwerfer. Denn, also ich, kommt mal erstmal her. Kommt mal her. Wir haben hier Folgendes, wir haben hier außen LEDs, die man schalten kann, und wir haben da drin auch noch eine. Und das Ding, das ist echt hell. Uiuiui. Uiuiui. Das ist wirklich hell. Moment, ich mach mal Licht aus. Hallo. Das ist das gute Licht von Makita. Und ihr seht hier hinter mir, ja, wie wir es wirklich recht. Boah, das ist aber auch hell. Das ist aber auch hell. So, jetzt haben wir nur das Licht aus der Mitte, was ihr hier so seht. Und jetzt haben wir außen, das ist nur außen. Ja, das ist nur außen. Und jetzt haben wir alles. Ja,
Jetzt sehen wir hier alles und schaut mal hier, mal oben. Heieieiei. Das ist schon hell. Mann. Hui. Und jetzt haben wir auch das hier, das Rundumlicht. Und ich muss sagen, wenn ich mir den Raum hier betrachte, also ich finde mich zumindest zurecht und in der näheren Umgebung ist es wirklich angenehm hell. Also man kann jetzt hier alles erkennen. Das ist eine tolle Sache. Also das ist ein schönes Licht. Und wir probieren jetzt aber nochmal aus. Ja, das hier zum Beleuchten. Hallo. Und jetzt nochmal hier als Taschenlampe. Ja. Ich muss sagen, echt erstaunlich, wie hell die beiden sind. Wir haben hier 600 Lumen, hier haben wir 1250 Lumen, glaube ich sogar. Das ist echt eine Menge und damit kann man schon eine ganze Menge anfangen und auch Dinge gut beleuchten. Das ist entweder auf der Baustelle interessant oder natürlich auch Outdoor. Und wir haben hier einen Preis von rund 60 Euro und hier einen Preis von rund 90 Euro. Und jetzt kommen wir zu einem ganz beliebten Thema, das Thema Radio oder sagen wir eher Lautsprecher. Und zwar... das hier kannte ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gesehen vorher. Sondern ich kannte immer nur das gute DMR. In dem Fall. Wobei heißt es immer noch DMR? Ja, DMR. Genau, es gibt ja von Makita so viele Baustellenradios. Das hier ist nur ein Stellvertreter. Wenn du dich dem Thema Baustellenradios von Makita oder für Baustellenradios für Makita interessierst, ich verlinke dir mal hier oben ein, zwei Videos. Da kannst du mal vorbeischauen. Da habe ich diese Baustellenradios alle mal, oder viele von denen mal getestet. Es gibt so viele. Schreib gerne mal unten in die Kommentare, ob ich da nochmal angreifen soll und vielleicht nochmal die gesamte Range, die es jetzt gerade aktuell auf dem Markt gibt, nochmal zeigen soll. Denn es gibt diese Radios auch inzwischen für 40 Volt und mit DAB, DAB Plus und ohne und nicht und rein und raus und so weiter. Das nur ein Stellvertreter, weil ich ja schon häufiger in der Hand hatte, hier nur das genannt. Es gibt auch noch was anderes und zwar den hier. Und zwar ist das einfach nur ein Bluetooth-Lautsprecher. Wollen wir es erstmal anhören? Ja. Bevor wir es einschalten, brauchen wir aber Energie. Und dafür haben wir folgende Möglichkeiten. Wir haben einen 12 Volt Akku. Können wir einfach einstecken. Oder wir können auch einen 18 Volt Akku nehmen. Auch das einfach einstecken. Wir nehmen den jetzt mal. Können wir hier rein tun und schließen. Was wir aber auch machen können, ist hier an der Stelle einen Adapter reinstecken, also der wird auch mitgeliefert, der Adapter, der hier extern Strom gibt, also externe Stromquelle mit Netzteil. Hier könnt ihr Aux-In halt gehen und hier haben wir auch nochmal einen USB-Anschluss. Ja, auch das ist hier mit dran, aber eigentlich ist das hier ein Bluetooth-Lautsprecher. Und deswegen mache ich den jetzt mal an und würde sagen, ich mache einfach mal ein bisschen Musik an. Jetzt aber. Wir haben hier wirklich einen reinen Bluetooth-Lautsprecher, kann nichts außer Bluetooth, was ich persönlich ganz okay finde, weil mehr muss für mich so ein Radio nicht können. Ich selbst höre relativ wenig Radio. Wir haben hier übrigens eine Länge von 10 Meter Reichweite für das Gerät, danach wird es abbrechen. Aber was ich sehr schön finde ist, ihr habt hier hinten eine kleine Klappe. Die könnt ihr aufmachen, Handy reinstecken, zumachen, fertig. Dann ist es halbwegs geschützt, ist nicht wasserdicht, aber es ist zumindest mal erstmal grob geschützt, kann nirgendwo mal runterfallen, irgendwo in Dreck fallen, ist dabei und du kannst hier mit deinem Gerät in der Gegend rumlaufen. Wenn du mich fragst übrigens, wie klingt das Ganze, finde den Klang absolut okay, klingt gut, klingt super für so einen Lautsprecher. Ich hätte gern einen Tick mehr Bass, aber Herrgott, also für unterwegs und es ist ein wirklich guter Lautsprecher. Es steht denen hier. Und hier gibt es ja so viele verschiedene, nicht so viel nach. Jetzt muss man übrigens noch sagen, was kostet das Gerät eigentlich? Wir sind hier beim Preis von rund 100 Euro. Ihr kennt das ja alles unten verlinkt und so weiter, brauche ich nicht mehr erzählen. Hier sind wir bei etwa 100 Euro. Bei den Radios fängt es so bei 120 Euro etwa an und geht dann hoch bis zu über 200 Euro. Ach, ich muss endlich Mittag essen, aber für euch die Info nochmal, es gibt hier eine sehr breite Auswahl. Wenn du dich dafür interessierst, schreib unten in die Kommentare oder guck dir zumindest dieses Video an. Letztes Thema, Thema Ventilatoren. Und zwar haben wir hier drei verschiedene, die interessanterweise alle dasselbe machen, nämlich Luft bewegen. Nein, die machen alle drei eigentlich genau dasselbe oder können alle drei genau dasselbe. Ich stelle die mal auch alle nebeneinander. Und du siehst, das wird immer größer, aber du kannst alle mit 18 Volt, ich nehme mal einen 18 Volt
Akku. Du kannst alle mit 18 Volt betreiben. Ja, setz die ein, entweder hier hinten, zack, rein. Oder hier entsprechend hier vorne oder hier ist es auch wieder hier hinten rein. Ja? Ich zeige dir das Ganze mal an dem hier, an dem mittleren. Setz das einfach ein und dann kannst du Folgendes machen. Du drückst hier auf diesen Knopf, ja? Dann geht er an. Hast dann hier die Möglichkeit, die Intensität zu erhöhen. 2, 3. Er wird schon ein bisschen lauter und hier kannst du noch Folgendes machen. Eine Zeit, wie lange er laufen soll, bis er abschaltet automatisch. Bei mir jetzt 4 Stunden und dann noch so. Und dann bewegt er sich. Was du auch machen kannst, ist natürlich den hier nach oben einstellen. Was weiß ich, macht jetzt aber wenig Sinn, aber zum Beispiel so. Ja, und dann schwenkt er von selber hin und her. Und das ist schon eine tolle Sache. Jetzt mache ich einfach nochmal den Groß auch noch an. Ich finde den Großen schon faszinierend. Und kannst jetzt hier auch noch entsprechend das Ganze natürlich so starr einstellen, auch wo du es hinhaben möchtest. Ja. So, von der Hand. Finde ich echt gut. Du kannst dir so einstellen, wie du es brauchst. Oder du sagst dann halt wieder, schwenken. Und dann schwenkt er. Ja, natürlich mache ich den dritten auch noch an. Kein Problem. Allein schon, weil es lustig aussieht. Ganz schön warm hier heute. Also das habt ihr auch noch. Das Interessante ist, diese Geräte halten ewig. Also je nachdem, auf welcher Stufe du es betreibst, kannst du mal ohne Probleme mal 7 Stunden am Stück, zum Beispiel mit dem hier, das Ganze betreiben. Oder zum Beispiel hier bei dem hier auf der kleinsten Stufe, ich glaube 8 oder 9 Stunden am Stück kannst du den hier betreiben. Und ich habe sie alle auf der kleinsten Stufe aktuell laufen und also für mich reicht das gerade. Auf der höchsten Stufe verbrauchen sie natürlich ein bisschen mehr Energie, haben aber auch einen enormen Luftstrom. Also wirklich krass und sind tolle Geräte. Deswegen für mich auch für unterwegs super geeignet, wenn man mal sich etwas... Ja, wenn es mal warm ist. Und eigentlich ist man auch unterwegs draußen, outdoor, wenn es warm ist. Auch wenn es kalt ist. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Kommen wir zum Preis. Wir haben hier 50, 70, 110 Euro. Übrigens gibt es sogar ein Kabel dazu, um das Ganze ohne Akku zu betreiben. Auch das würde funktionieren. Wir selbst betreiben sie aber meistens hier mit einem Akku. Stellen sie uns irgendwo hin, weil wir sie immer genau da, wo wir gerade arbeiten, dann uns mal hinstellen. Und da ist natürlich so ein großer hier zum Beispiel auch Gold wert, weil er auch ein bisschen weiter weg stehen kann und konstanten kleinen Luftstrom macht. Das ist eigentlich eine coole Sache. Also wirklich, ich finde das mega. Und ich finde es auch mega allgemein, dass Makita so in diese Breite gegangen ist. Überlegt mal, ein Hochdruckreiniger mit Akku für unterwegs, ja, für 300 Euro mit allem drum und dran, was du halt brauchst. Das ist schon eine tolle Sache, finde ich super. Genauso wie jetzt zum Beispiel hier auch so ein Gebläse oder eine Kaffeemaschine oder. Ja. Deswegen würde mich wirklich interessieren, was findet ihr denn davon interessant? Wo soll ich vielleicht mal auch einen Test mit anderen Herstellern machen? Das bitte mal unten in die Kommentare. Denn ihr denkt dran, dass ihr das hier, ja, unseren Wasserkocher heute gewinnen könnt. Und jetzt kann ich ja nicht Mittag essen und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.